Hallo und guten Morgen, liebe Freunde der Sozialkunde. Wir nähern uns jetzt Woche 3 der Corona-Ferien und euer heutiger Arbeitsauftrag hat natürlich auch mit Corona zu tun und damit, wie Corona die Gesellschaft beeinflusst. Ihr benötigt zuallererst euer Sozialkundebuch, genau genommen das Inhaltsverzeichnis. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon mal näher. Hier der exakte Arbeitsauftrag. Stellen Sie eine begründete Hypothese auf, wie Corona bzw. die damit verbundene Quarantäne die unterschiedlichen Bereiche Deutschlands beeinflussen könnte. Wie ihr das Ganze jetzt macht, liegt komplett bei euch. Ihr könnt es in Form eines Memes aufbereiten, ihr könnt einen kurzen Bericht schreiben, ein Video drehen, eine Audionachricht. Eurer Fantasie ist hier keine Grenze gesetzt und ich bin schon wirklich gespannt, was ihr hier bringt. Jetzt vielleicht nochmal als kurze Erläuterung. Ja, was nehmen wir zum Beispiel als Themenbereich? Angenommen, ihr interessiert euch für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Demokratie. Dann könnte eine Überlegung sein, wie wird sich Corona auf die Demokratie auswirken? Wird Corona dazu beitragen, dass Menschen sich eher autoritärem Verhalten zuwenden und durchaus freudig einer autokratischen Kontrolle entgegensehen? Oder sorgt Corona vielleicht dafür, dass Modelle wie Liquid Democracy stärkere Verbreitung in der Gesellschaft finden? Was ihr euch hier denkt, das interessiert mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Vorschläge. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch. Ciao!